Was geht, Freunde? Willkommen zum 30. Spieltag in unserer Regionalliga-Saison. Wir spielen heute auf Schalke und das hier ist die Tabelle vor dem Spiel. Ihr merkt es vielleicht schon daran, wie ich das Ganze andeute. Die Saison neigt sich dem Ende zu und wir brauchen die Punkte, um unten aus dem Keller rauszukommen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Kahn Marienborn zieht sich nach der Saison zurück. Das heißt, die sind safe 18. Dann ist Strahlen 17. Wir sind Stand jetzt auf dem 16. und müssen nur noch eine Mannschaft hinter uns lassen. Das heißt, so schlimm, wie es hier in der Tabelle aussieht, ist es eigentlich gar nicht, weil eine Mannschaft noch dahinter ist. Unser Glück auf jeden Fall, das müssen wir natürlich ausnutzen. Heute spielen wir gegen Schalke, die sind auf dem 9. Platz. Und das ist die Aufstellung. Wir starten rein ins Spiel. Da spielt Killy im Tor, links spielt Phil, dann spielen Jeff und Bre in der Innenverteidigung, rechts Freddy, Steve und Tom machen das Zentrum, links Cirillo, auf der 10 Dennis und rechts Kim und Memo spielt vorne. Ihr seht schon, ich spiele nicht von Anfang an, werde später aber eingewechselt. Das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß beim Schauen. Alle Spiele der Regionalliga West, live und on demand auf Sporttotal. Zu den Trikots brauche ich, glaube ich, nichts sagen. Schalke startet in Blau-Weiß. Ihr seht, wir sind auf dem Trainingsgelände von Schalke, wie viele Plätze es da einfach gibt. Wir spielen in unseren Auswärtstrikots in Rot. Und ich muss sagen, wir haben eine richtig gute Anfangsphase hier erwischt. Cirillo in der zweiten Minute spielt diesen Ball hier auf Kim. Kim ist durch und geht 1 gegen 1 auf den Torwart zu. Und Leute, was ist das für ein Foul? Das ist ein ganz klarer Elfer, meiner Meinung nach. Und der Schiri gibt ihn nicht. Ich dachte, ich sitze auf der Bank. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Jetzt in der Wiederholung, finde ich, ist es noch klarer. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich finde, klarer kann der Elfmeter gar nicht sein. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da gesehen hat. Alter, er bringt die ganz klar zu Fall. Für mich ist das Elfmeter und Rot. Ihr könnt gerne reinschreiben, was ihr denkt. Aber die zweite Szene von uns kommt direkt in der 11. Minute. Langer Ball von Bre, eigentlich relativ ungefährlich. Der Außenspieler von Schalke macht das Ganze aber gefährlich. Cirillo bleibt drauf und er zwingt quasi hier diesen Fehlpass in die Mitte. Kim kommt rein, schießt. Der Torwart kriegt die Fingerspitzen dran und lenkt den Ball an die Latte. Also wir müssen nach 11 Minuten eigentlich schon 2-0 führen. Richtig krass. Und das Ganze geht weiter. 18. Minute. Wenn man sich überlegt, dass hier der Vorletzte spielt gegen den 9., zeigt hier der Vorletzte auf jeden Fall, was sie drauf haben. Ball in die Mitte, wieder auf Kim. Kim schießt aus der Drehung. Und wie gut hält der Torwart den. Vorher die Parade vom Torwart bei dem Schuss von Kim. Und jetzt diese Parade. Also der Torwart hat hier Schalke auf jeden Fall im Spiel gehalten. Wahnsinn, hier schon eigentlich das 3-0, was wir schießen müssen, aber 33. Minute, es geht weiter nach vorne, irgendwann muss ja wohl das Tor fallen. Tom spielt hier auf Steve im Zentrum, Steve schickt Kim, über den eigentlich alles lief in der ersten Halbzeit offensiv. Kim ist im 1 gegen 1, weiß nicht, ob er in der Mitte oder außen vorbeigeht, entscheidet sich für außen und sucht dann den Abschluss. Weiß nicht, ob man da vielleicht sogar in der Mitte jemanden anspielen hätte können, wäre auf jeden Fall vom Winkel besser gewesen, aber was für ein Offensivdrang wir hier haben, richtig krass. Schalke kommt jetzt hier in der 36. Minute das erste Mal nach vorne, über einen langen Ball, der wird hier gut verlängert. Dann hat Jeff den Ball eigentlich, will auf Phil spielen und jetzt der Außenspieler wahnsinnig schnell, legt sich ihn an Phil vorbei und legt sich den Ball auch noch an Jeff vorbei, bleibt jetzt hier durch einen Ping-Pong irgendwie am Ball, legt den Ball zurück und da muss man sagen, macht Killy das richtig stark. Das war der erste Ball, den Killy so richtig halten musste und er ist auf jeden Fall zur Stelle, hält uns hier im Spiel und es steht weiterhin 0-0. Jeff erobert jetzt hier den Ball, spielt den Ball mit dem linken Fuß in den Lauf von Kim und wieder ein Angriff, der über Kim gestartet wird. Der ist hier durch und sucht jetzt hier wieder den Abschluss. Hier muss ich sagen, war es ein bisschen zu überhastet. Wenn man rechts im Bild sieht, ist Dennis auch noch nachgekommen, da vielleicht zu verzögern. Aber gut, wenn man so schnell ist, ist es auch schwierig, dann das Tempo rauszunehmen. Und er hat hier den Abschluss gesucht. Kurz vor der Halbzeit kommt Schalke nochmal nach vorne über einen langen Ball vom Innenverteidiger. Und wir machen das Ganze hier nochmal schärfer, als es eigentlich ist. Freddy tritt neben den Ball und Killy ist dann gar nicht mehr im Tor. Und dann mit der Hacke können wir von Glück sprechen, dass der Ball ins Ausgeklärt wird und hier nicht aufs Tor kommt. Halbzeit ist noch nicht vorbei. Dennis macht hier nochmal super den Ball fest. Steve spielt jetzt gleich einen Ball zu Tom. Tom wieder zu Steve. Und Steve sucht jetzt gleich hier Memo vorne. Der macht es richtig stark, dreht sich auf, sucht den Abschluss. Eigentlich auch ein guter Schuss, ein bisschen zu zentral. Und der Torwart von Schalke war auf jeden Fall die erste Halbzeit komplett da. Wenn man jetzt betrachtet, dass wir hier mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen, ist echt Wahnsinn, weil wir eigentlich ganz klar führen müssten. Aber wir sind richtig gut aus der Halbzeit zurückgekommen. Kim geht wieder auf den Torwart zu und will den Ball in die lange Ecke schießen. Der Torwart pariert mit dem Fuß. Mittlerweile echt absolut krass, dass wir hier nicht führen und das Spiel eigentlich schon entschieden hätten, weil ich sage, wenn wir hier 2-0 führen, ist das Spiel durch. Schalke kommt hier direkt mit dem Gegenstoß nach vorne. Da passiert aber gar nichts so richtig draußen. Die Szene ist jetzt durch. Freistoß von Schalke in der 61. Minute. Die haben hier bis hierhin das 0-0 gehalten. Kommen hier nach vorne und hier macht Killy richtig stark mit dem Fuß unten.
wehrt er den Ball ab. Also Kili, die Chancen, die Schalke hatte, hat Kili richtig gut pariert, muss man sagen. Hier verliert Tom den Ball im Zentrum nach einem krassen Druckball von Jeff. Und Schalke dribbelt auf die Abwehr zu, spielt zum Stürmer, der legt sich ihn rechts vorbei. Und es steht 1-0 für Schalke, Freunde. Gefühlt mit der dritten Chance von Schalke und wir mit unserer siebten Chance immer noch kein Tor gemacht. Es rächt sich oft, wenn man seine eigenen Chancen nicht nutzt. Ich hasse diesen Spruch, aber er stimmt. Und Schalke geht jetzt hier mit 1-0 in Führung. Das ist für uns natürlich wie ein Messerstich ins Herz in so einem Spiel. Ihr kennt das vielleicht aus euren Spielen. Das ist wie so ein Genickbruch, wenn du deine eigenen Chancen nicht machst und dann ein Tor reinbekommst. Wir wollten auf jeden Fall den Kopf über Wasser halten, aber Schalke hat jetzt auf jeden Fall die zweite Luft bekommen und ist immer wieder gut nach vorne gekommen. Kommen jetzt über die rechte Seite, spielen hinten rum. Der Ball wird jetzt in die Mitte gespielt und hier nochmal auf den Stürmer abgelegt. Der dribbelt jetzt auf Freddy zu, legt sich den Ball nach innen und dann flutscht der Ball Kili unterm Arm her und es steht 2-0 für Schalke. Innerhalb von 7 Minuten hier das Spiel komplett entschieden gefühlt. Und natürlich sieht Kili sehr, sehr blöd aus in der Aktion. Ich weiß aber auch nicht, wie spät er den Ball sieht. Und wenn man betrachtet, wie viele Paraden Kili vorher schon gemacht hat, ist das umso ärgerlicher und tut mir das mega leid für ihn. Es steht 2-0 für Schalke. Das Spiel ist ein bisschen so wie unsere bisherige Saison. Aber ja, ihr seht es jetzt vorne. Ich bin eingewechselt, presse hier den Ball gut mit Abit zusammen. Sehe jetzt, dass Dennis in der Mitte steht und er spielt den Ball nochmal rüber zu Cirillo. Und Cirillo schießt den Ball drüber. Also wirklich sinnbildlich für unseren Tag. Ich habe das Gefühl, wir hätten auch noch 100 Chancen haben können. Wir haben den Ball einfach nicht reingemacht. Und jetzt, wie es noch nicht hätte übler kommen können, 87. Minute. Abit arbeitet mit zurück und trifft den Gegner irgendwie und der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter, was im Endeffekt dann aber auch egal gewesen wäre. Kili beschwert sich nochmal, bekommt hier die gelbe Karte. Nico diskutiert auch, aber es ändert nichts. Schalke bekommt den Elfmeter. Ein absolut gebrauchter Tag von uns. Ja, Freunde, und wie es halt so kommen muss, die Nummer 7 tritt an und verlädt Kili. Schießt rechts rein und Schalke gewinnt dieses Spiel 3-0. Eigentlich Wahnsinn, wenn man das Spiel betrachtet, aber wir haben einfach unsere Chancen vorne nicht gemacht. Alle Spiele der Regionalliga West, live und on demand auf Sporttotal. Es hört sich jetzt echt komisch an, aber ich muss sagen, gerade dieses Spiel gibt mir irgendwie Hoffnung, dass echt noch was geht. Wenn man sich jetzt hier die Tabelle anguckt und sagt, ey, wir haben 5 Punkte Abstand, mag es echt komisch klingen zu sagen, ey, wir sind noch im Rennen, aber ich bin echt der Überzeugung, dass wir es noch schaffen können. Und Freunde, bis wir es wirklich punktetechnisch nicht mehr schaffen können, glauben wir daran und glaube ich daran, werde dafür kämpfen. Das ist halt Abstiegskampf, aber am Ende kann es ein Punkt sein. Wir brauchen jetzt noch einen Sieg und dann haben wir vielleicht am letzten Spieltag ein Endspiel. Es reichen 6 Punkte, Freunde, wenn Aalen nichts mehr holt, aber es ist halt Rumrechnerei. Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen und das Schalke-Spiel ist natürlich ein brutaler Dämpfer für uns, gerade wenn man sieht, wie wir gespielt haben. Ich finde, wir waren ganz klar besser und hätten es eigentlich verdient gehabt, hier das Spiel zu gewinnen und am Ende verlierst du 3-0. Ganz, ganz komisch. Ich hoffe, eure Saisons laufen besser und die unterstützen uns auch bis zum Schluss. Wir spielen jetzt gegen Karl Marienborn zu Hause. Da müssen 3 Punkte her. Und ja, Freunde, so sieht's aus. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.